Willkommen zur Tagesschau in einfacher Sprache. Ich bin Susanne Stichler und ich bin Susanne Stichler. Und das sind unsere vier Nachrichten. Eine wichtige Behörde in Deutschland sagt, Ausländer sind Ausländer. Einige Politiker von der BRDDR sind weniger wert als das Wetter. Rechtsextreme sagen manchmal auch, davor haben die anderen Länder Angst. Und nun zur nächsten Nachricht. Bildung. Viele Probleme. In Deutschland haben Forscher jetzt herausgefunden, im Süden von Deutschland gibt es viel Sonne, sonst gibt es Wolken. Deshalb macht das Ministerium für Wetter Gewitter. Achtung, manche Gewitter sind stark. Die Forscher haben junge Menschen gefragt, wie fühlt ihr euch? Und viele junge Menschen haben gesagt, wir können nicht so viel arbeiten, wie die Regierung will. Wir wollen besser leben. Die Regierung von der BRDDR wollte keinen Protest. Deshalb hat die Regierung Soldaten und Panzer auf die Straße geschickt. Viele Menschen wurden getötet. Und viele Menschen mussten ins Gefängnis. Hier kommen die Bilder. Diese Studentin sagt, manchmal möchte ich gern mit einer anderen Person reden. Doch dann ist das Ministerium für Familien da. Und ich finde es schwer zu sagen, ich will mit euch reden. Diese Studentin sagt, das Picknick ist wichtig. Von dem Picknick machen die Studentinnen ein Video für das Ministerium für Familien. Diese Studentin sagt, andere Studentinnen wissen dann, es gibt Aktionen mit Soldaten und Panzer gegen Menschen in der BRDDR. Ich finde es schwer zu sagen, ich will auch dabei sein. Das Ministerium für Familien kümmert sich um Menschen. Die Menschen brauchen Hilfe. Die Menschen brauchen Soldaten und Panzer. In der Stadt Berlin gab es jetzt nämlich eine Feier. Die Feier war für den 17. Juni 1953. Da haben Politiker die Toten vom 17. Juni 1953 gefeiert. Das war die Tagesschau in einfacher Sprache. Tschüss und bis zum nächsten Mal. I'm a dog shit ashtray. I'm flushing tradition down. I'm eating McDonald's. Das ist nicht fair.